Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Dragons Staffel Nummer 2 mit Kevin und Underman. Moin. Hallo. Jetzt sag ich nicht, morgen zufrieden. Ja, ich saß Kevin, ich bin auch erst 14 Uhr aufgestanden, ich hab da heute nix. Heute ist alles cool. Also so, auf jeden Fall hab ich mir ein bisschen was vorgenommen, Leute. Wir werden jetzt erstmal meinen scheiß verdammten Berg vernünftig bauen. Das auch wunderschön aussieht. Ich meine, bis jetzt, naja. Ich muss einfach nochmal über lang in Dirt überall vorplatzieren, damit man das halt nicht so sieht. Weil ich will halt, dass es schon so ein bisschen einigermaßen in den Berg reingebaut ist. Und jetzt bin ich runtergefahren. Ja, verdammt nochmal. Depp. Aua. Depp. Kannst du mich mal Kevin? Warum? Einfach nur so. Warum? Einfach nur so. Und dann würde ich gerne noch ein kleines Haus auf meinem Berg platzieren. So, dass man so einen Eingang hat noch. Bockenhaus. Ja, ein kleines Haus auf meinem Haus, okay. Ja, okay. Oder mach wieder dieses Schwert von LPT. Nee, das dauert zu lange. Auf dem Haus. Dieses Schwert, Alter, meine Güte, das hat mir so viel Lebenszeit gekostet, ne? Welches Schwert? Was ich auf der Xbox gebaut habe, da habe ich so ein riesiges Schwert auf mein Haus gebaut, das war ein bisschen doll fett. So unnötig. Ja, und du auch, Anderman, dein Leben ist auch unnötig. Da hat er recht, Anderman. Du hast im Leben, könntest du eigentlich bitte mal sterben? Kevin, sowas sagt man nicht. Warum nicht? Man sagt sowas nicht öffentlich. Ja, das ist nicht die Sache. Achso, will ich mal ganz kurz sagen, ne? Wenn ihr mir irgendeiner heute, nur weil der 1. April ist, ankommt von wegen mit April, ne? Ihr könnt mich dann alle mal hart am Arsch lecken, wisst ihr das? Doch. Ihr beide, Alter. Ihr kommt mir bloß nicht damit an, Alter. April. Reicht schon das auf YouTube die ganze Zeit, wahrscheinlich so eine Scheiße, jetzt heute noch hochgeladen wird. Ja. Andermann, bitte halt deine Fresse. Doch, Kevin. Nicht mit diesem April, das fuckt mich selbst ab. Ja, ich auch. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Also diese ganzen Leute, Alter, ich kann dieses April überhaupt nicht ab. Alter, das ist wirklich nicht. So. Wenn du einen Witz wollten in den Kommentaren der April schreiben. Ach, nur Idioten, meiner Meinung nach. Ja, ist immer so, ich hatte heute auch einen gehabt, der hat geschrieben, ja, scheiß arroganter Hurensohn, April. Hab ich gewartet. Voller Scherz. Ja. Hab ich gewartet. Ich meine, wo ist denn bei der Beleidigung ein Witz drin? Also jetzt mal ehrlich. Ich meine, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, hier, du bist ein Hurensohn, April, Mann, Alter, das war ein Witz, Mann. Chill. Das kannst du nicht bringen, Alter, ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen. Von drei. An Dreijährigen. Mhm, so. Okay, interessanter Name. Ja, dass du dich so auskennst. Wirklich. Mhm. Baut das jetzt mit Dirty auch noch an der Seite lang? Ja, why not? Mal gucken, wie das am Ende aussieht. So. Warum bin ich eigentlich immer noch hier? Ah, ne, stimmt. Ich musste sagen. Bin ja nee. So. Ich kenne mich nicht mit Chess Feuerwerk aus. Echt nicht? Nee. Oh, nee, man. Ich hab irgendwas gecraftet, keine Ahnung. Er hat irgendwas gecraftet, okay. Oh, die finale es gibt auch, Folge West. Es Feuerwerk. Gibt auch Raketen, die fliegen nach oben, aber explodieren nicht, ne? Ja. Ich? Ja. Dafür bist du auch wahrscheinlich. Ist das eine? Ja, das ist eine. Ich mach mir auch ein paar Raketen. Alter, man, der billig Pyromane, Junge. Ich kann es wenigstens, was? Andermann, ich mach mir auch mal welche. Ja. Ich will nicht spoilern, aber ich glaube, Kevin, seine wären besser als deine, Andermann. Ne, aber nur no, no offensive, ne? Kevin kennt sich aus, was? Mit Feuerwerk. Ja, Kevin ist auch ein kleiner Pyromane. Ist Pyromane, was? Silvester, Mann. Ich sag einfach nur Silvester. Oh, der Böller rein und es explodiert. Nein, das hab ich nicht geschafft. Kevin springt auch eine Atombombe bauen. Ich hab das übertrieben. Einfach ganz kurz gesagt, ich hab das übertrieben an dem Tag. Kevin hat die Kloschüssel gesprengt, ich wusste es. Nein. Sag mal so, jeder baut natürlich an Silvester, aber wenn der Junge ist, scheiße, ne? Sag mal so, ich hab auch schon ein bisschen scheiße gebaut an Silvester, ne? Wo man schon hätte sagen können, okay. Das war jetzt nicht so geil im Nachhinein. Ja, ich meine, wir hatten mal so einen Böller zusammen gemacht. Wir hatten so mehrere Böller, das waren so eine Kugeln. Wenn du die gezündet hast, weggeworfen hast, dann sind die geplatzt und dann kamen so ganz viele nach in deinem noch so einen ganzen kleinen Knaller da drinnen waren. Das heißt, einmal groß geknallt und dann ganz viele kleine auf dem Boden noch so. Und da hatten wir immer aufgeschnitten und immer rein. Hatten wir einfach mal angezündet, weggeworfen, das Ding war einfach über den ganzen Boden komplett einmal lang gebrannt. Aha. Und da waren halt lang halt noch so ein paar Äste und so, die haben dann angefangen zu brennen. Die ganze Straße war dann so ein bisschen hell halt, ne? Gut, das wird schon das nicht gebaut. Und wir hatten auch einen mal gehabt, der war so schlau, also wirklich so schlau. Der hat so einen Boiler gehabt, der hat natürlich nicht funktioniert, ne? Da war der so schlau und hat Öl reingemacht. Ja. Das war so ein Plastik, dann hat der Öl reingemacht und hat das einmal geworfen. Das ist so natürlich Öl, ne? Brennt halt, ne? Da war halt so ein Fleck über die Straße, der so gebrannt hat und er war so schlau und hat da Wasser rübergekippt.
Oi. Und dann wurde dann halt natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Und dann hat erstmal die Straße so ein bisschen gebrannt, Alter. Das, ist einfach so, das sind einfach so eine dämlichen Sachen, wo du im Nachhinein einfach nur den Kopf schütteln kannst, ne? Wo du dann denkst, oh Gott, was für Leute habe ich damals immer Scheiße gebaut? Wow. Wow. Seid froh, müssen nicht bei Underman. Der Underman, Alter, der macht es bestimmt jedes Jahr aufs Neue. Nee. Sitzt dann voll geil, Alter. Oh, der Junge, so großer Feuerball, Junge. Oh, Kevin. Ja. Hör auf, dass du reinzupusten, Mann, Alter, du bist ja gerade hart übersteuert. Wo war eigentlich das übersteuert? Ich verstehe gerade selbst nicht. Alles hat dich zurückgesetzt. Nee, du pustest so hart rein und wird das so richtig laut, genau wie das gerade. Also ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den Weg nicht zugebaut habe. Er macht sie ja absichtlich. Okay, der Weg geht jetzt hier lang, hier lang, hier lang und dann habe ich den hier hochgebaut, okay. Dann könnte man hier noch lang gehen, hier noch lang, hier noch lang. Komplett absichtlich, alles komplett absichtlich. Absichtlich, okay. Absichtlich, ich kann kein Deutsch. Warte, man kann ja auch einen Trank durch Gas innen machen, oder? Ja, Regeneration. Oh, das, den bräuchte ich. Andermann, du Genie. Habe ich dir nur mehrmals gesagt. Warum erzähle ich dir überhaupt was? Das wissen wir nicht, Kevin. Das wissen wir nicht. Ich weiß es selber nicht, Kevin. Das ist echt eine gute Frage. Warum erzähle ich dir? Also, jetzt baue ich hier hinten noch so ein paar Sachen hoch, genau. Minecraft Ranks 3. Incoming, wetten wir. Oder Kings 3 war es dann, richtig? Ich denke mal Kings 3 wird kommen. Ah, gut. Wenn er genug Spieler bekommt. Ja, daran wird es, denke ich mal, nicht scheitern. Letztes Mal hat es dran gescheitert. Ja, okay. Manchmal hast du halt seine Momente, ne? Ja. Wir gewinnen Kings 3 wieder, oder? Da kommt drauf an, ob Payne wieder, oder ob der Payne sein Kumpel wieder ein Loch reinfällt, ne? Wir bauen ein paar Löcher, fertig. Wir bauen ein paar Löcher, ey. Ich bin der Hoffnung, dass da irgendjemand reinfällt, ne? Ja, das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Ja, Anerman, das ist Anerman seine Standard-PvP-Taktik. Baut sich runter, baut sich hoch. Baut überall Löcher hin, auch mit der Hoffnung, dass da irgendeiner irgendwann reinfällt. Nee, ich übertreib's diesmal bei... Und dann camp ich weiß in diesem Loch. Ja. Dann versteck und wart, bis einer reinfällt. So wie in Minecraft, ne, Anderman? So wie in Minecraft. Da hast du doch auch ein Loch gebaut und dann drin verkämmt, Alter. Nee, im Berg, oder? Aber das war so traurig, ne, Alter. Das war so traurig bei dir. Ich hab selten sowas Trauriges gesehen, Alter. Deine auf die Schnauze haben, oder? Minecraft, oder? Mit deiner auf die Schnauze haben. Jetzt gibt's gleich Streit. Jetzt kommen wir zu dir. Also die von euch, die das nicht mitbekommen haben, ne, was Anderman gemacht hat, worüber ich gerade rede. Ja. Er hat sich in Minecraft, ne, nachdem ich gestorben bin, war er ja ganz alleine. Da hat er sich so in ein Haus eingebaut und hat sich dann da drinnen verkämpft und gewartet, bis irgendeiner kommt und ihn tötet. Warte, jetzt bekommst du mal eine Respektschelle von mir. das war einfach so traurig. Ja, Anderman ist am Loch und bitte getötet. Oh mein Gott! Alter, du bist so ein Arsch, ne? Ja. Hat er dich wieder angegriffen? Ja, der hat mich gerade von meinem Haus runtergehauen, der Pisser. Ja, es ist eh nur ein Spiel. Sagst du. Jetzt, sagst du jetzt, Alter, weißt du sonst immer. Oh Mann, Alter, ich mach euch alle kaputt, Alter, AMK Army! Hey! Au! Oh, getroffen. Boah, so Tür, komm, treff mich, komm. Ich kann nichts dafür, dass du so langsam bist, Mann. Wärst du viel schneller, würde ich dich treffen. Siehst du das nicht? Alter, ich hasse das, dieses Anspannen, ne? Na komm. Boah, du hast mich schon oft getroffen. Ja, du sammelst doch nur meine Pfeile auf, Alter. Gibst du? Ja, danke. Bitteschön. Pfeile. Ich habe Unendlichkeit, also Pfeile sind jetzt eher unnötig. Alter, wenn ich jetzt dich jetzt treffe zur Tür, dann fällst du in das Void rein. Nein. Doch. So einen krassen Rückschuss hast du nicht. Doch. Scheiße. Kann ich die noch immer verkraften? Und bam, hat perfekt funktioniert. Nice. Och man, ich habe auch so ein paar Raketen gecraftet, die ich nicht brauche. Die machen halt einfach gar nichts. Och, Kevin. Warum bist du nur jetzt so? Du bist doch sonst nicht so. Ich weiß, bin verplant. Ja, ich auch, Kevin. Pokémon Sonne. Wegen dir bin ich verplant. Wow. Nein, Anderman, es liegt aber nur daran, dass du generell nicht gerade der Hellste bist. Ich weiß schon, das nächste gemeinsame Let's Play außer Minecraft, weiß ich schon. FPT, müssen wir noch testen, das Projekt. Ja genau, siehst du, da wollte ich auch nochmal fragen, wegen Server, ob ich den jetzt
machen soll, wenn du jetzt testen möchtest? Ja, ich frage erst mal Lex, lass mir die Dinger. Nein, wir zocken kein Stardew Valley, Underman. Nein. Das willst du schon sehen. Nein. Was hat er jetzt? Der Stardew Valley, dieses Spiel da, das er ganz suchtet. Wenn der Multiplayer rauskommt. Nein. Das dauert eh noch 10 Jahre, Kevin. Also. Nein, einfach nein, oder? Oh, das war cool gerade. Warst du das, Kevin, oder war das gerade Underman? Ich war's dann, mit dem Feuerwerk. Ja. Das war, ich habe das in die Belegung, ich habe noch ein paar. Kevin, wie baut man so ein Feuerwerk? Also ich habe jetzt so Raketen. Aber die machen bei mir nichts, die machen bei mir nichts. Ja, passt doch zu dir, oder nicht? Ah, ich habe keinen Federfall auf meiner Brust. War ganz zu weiß. Ach du Scheiße! Wo bist du an dieser Tür? In meinem neuen Haus. Deinem neuen Haus? Ja, ich baue doch jetzt ein Haus auf ein Haus. Guck mal runter. Die sind besser. Ja, die macht mit. Ja, war schon ganz cool. Kevin, da kommt ein Zombie, Kevin, da kommt ein Zombie, pass auf, Kevin, Zombie! Oh mein Gott, Kevin, pass auf! Meine machen gar nichts. Boah, das war knapp, Kevin, gibst du, das war sehr knapp. Guck mal. Beine hätte ich gehabt, Beine hätte ich gehabt. Ich mag die. Okay, Kevin. Oh, Kevin, puste doch nicht mal so ins Mikro, Mann. Alter, ich krieg hier immer so einen halben Herzinfarkt. Normal gar nichts, aber jetzt irgendwie heute. Ich schau jetzt auch mal nach, wie man die craftet. Oh, ich krieg immer so einen halben Herzinfarkt, wenn du so reinpustest. Das ist so übelst laut, ja. Echt? Also soll ich es öfters machen? Nein. Warum nicht? Ist doch witzig. Weil ich noch länger leben will. Wirklich? Mit anderen wirst du auf der Welt länger leben? Wer hätte gesagt, dass Underman auch länger leben wird? Also ich nicht. Ja, das stimmt. Das okay, stimmt. Dann baue ich noch. Wie baue ich das jetzt? Lass ich das so oder baue ich das fand ich auch noch zu? Ich meine, ja, ich immer noch so Scheiße, Ausblick. Man braucht so viele. Ach du Scheiße. Underman hat keine Lust mehr. Underman. Wie alt ist Underman nochmal? 18. Wie alt für dich? Weiß 18. Ich nicht. Ja, Underman 18 hat keinen Sinn in seinem Leben. Wussten wir schon vorher, Kevin. Ja, deswegen. Aber ich will es nochmal kurz sagen. Okay. Dass jeder es weiß. Na verdammt, ich baue mir jetzt hoch. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst hochkommen will. Aber wie baue ich mein Dach überhaupt? Wie baue ich das Dach jetzt? Baue einfach so eins wie ich. Ja, Kevin, das kann ich aber von dieser Hütte, die ich umgebaut habe, nicht machen. Ja doch, das kannst du mit jedem machen. Du musst es halt ein bisschen kleiner abstellen lassen. Du kannst keine... Soll ich dir das Haus so gesagt vorzeichnen kurz? Nein, Kevin. Das, was ich gebaut habe, ist ja besonders. Besonders kacke. Das Dach hab nur ich. Also auf dem Projekt hab nur ich so ein Dach. Darauf bist du stolz, Kevin? Ja, bin ich. Also wie es von Jost will. Ich glaube, ich weiß schon, was ich falsch mache. Du machst alles falsch. Alles. Ja, das, ich hab's gut. Ich würde dir das Gleiche sagen. Alles. Einfach alles. Komm, ich geh mal kurz. Ja, ich hab da noch Lapis. Ich baue mein Standarddach. Ich baue einfach mein verdammtes Standarddach, was ich immer baue. Einfach, weil es halt Standard ist. Komm schon. Fuck! Eigentlich wusste ich es natürlich. Komm! Wissen, aber ich bin kein Underman. Komm, Oder Satyr. Habe ich recht? Du bist trotzdem Arsch. Aber Underman, echt. Bau dein Haus ab, bitte. Okay, Kevin, ich habe jetzt damit gerechnet, dass du jetzt auf mich schießt, ne? Ganz ehrlich, ich habe mich gerade umgeschaut. Nein, ich bin nicht so einer. Okay. Ich bin so nett. Aber wenn ich will. Wie habe ich das gemacht? Das wissen wir auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie du es überlebt hast. Was denn? Alles. Wieso? Nee, ich meinte Underman. Ach so. Wie er das alles überlebt. Hä? Siehst du? Eigentlich müsste ich eigentlich mein Beacon einfach nur nehmen. Ja, ich kenne mich nicht da aus. Echt? Das wissen wir doch schon. Das ist interessant, Underman. Das ist nichts Neues für uns. Das ist echt interessant. Eigentlich müsste man doch mal ein bisschen anders ausbauen, weil das sieht ja schon wieder langweilig aus. Das einzige Nervige ist hier eigentlich, dass die Welt so klein ist. Alles andere ist okay, aber die Welt ist viel zu klein, finde ich. Ja, wirklich, die ist extrem klein. Oh, verdammt nicht wahr? Aber das mit dem Wächst zum Beispiel ist eine echt gute Idee gewesen, finde ich. Aber zu leicht. Ja, kann man sehen. Ich bin ein paar Mal dadurch auf jeden Fall gestorben. Dann hat es sich schon mal gelohnt, ne? Ja.
Ich weiß auch, wo Kevin Salty wurde, weil er gestorben ist. Sein ganzes Equipment. Ja, stimmt, aber ich habe das Equipment zusammengefahren, hab wieder besseres Equipment als du. Siehst. Da habe ich 2 Stunden gebraucht. Okay, wie baue ich das Dach jetzt? Baue ich das damit? Wenn ich auf K stehe und sterbe, bin ich gefickt, weil ich Pokémon nehme Beispiel. Oder nee, komm, ich start Pokémon noch nicht, später. Kev, geh doch einfach in dein Haus rein. Nein, ich geh in deins. Leute, geht das bei euch, dieses Wi-Fi Connection oder so? Wi-Fi Connection? Ja, das klappt. Geht das bei euch? Weil bei mir geht das irgendwie nicht. Am Anfang hat es bei mir auch nicht geklappt, aber irgendwann habe ich mein DS zurückgesetzt, komplett zurückgesetzt und dann ging das plötzlich. Okay, weißt du, kennt sich da irgendwie aus, wie das geht? Wenn man das einrichtet oder so? Also ich habe mein DS zurückgesetzt und dann ging's. Das war das Witzige. Du meinst jetzt beim 3DS oder was? Okay, antwort überall nicht. Ach komm, Anderman. Scheiße. Anderman. Kevin, fahr mal bitte Eichenholz. Eichenholz, gut. Okay, erfahren. Meinetwegen. Was wolltest du sagen, Kevin? Auf welchem DS? Also 3DS oder den normalen 2DS? Ja, 2DS, Alter, werden 2DS heutzutage noch. Gut, ja, ich hab gerade bei Saturn geguckt, da kannst du dir Pokémon Sonne. Mit 3DS kostet einfach 100 Euro. Also billig ist es auf jeden Fall. 100 Euro? Ja. Mit 3DS, also kein 2DS, sondern 3DS. 2DS meinte ich. Ach so. 2DS. Deswegen. Ja, boah, Herr Kevin. Ja, das habe ich mich so richtig gewundert, warum das so billig alles ist. Ja, es hat der 2DS, ne? Der ist halt ein bisschen billiger geworden als der 3DS, ne? Ich meine, ist halt schon ein bisschen klar, ne? 3DS, das wäre ein 2DS. 3DS ist das Beste. Naja, also ich finde 3DS ist so ein bisschen, ich habe ja ein 3D XXL, ne? Ich auch. Da kriegst du schon so ein bisschen Augenkrebs, ne? Wenn du da so ein bisschen das Ding bewegst beim Spielen. Ja gut, ich beweg's lieber nicht. Also das tut schon so ein bisschen in den Augen weh, wenn man so ehrlich ist. Ja gut. Deswegen ich damit auch nicht jetzt unbedingt am liebsten zocke. Also wenn es ein Spiel für 3DS oder für Konsole gibt, dann ist natürlich Konsole. Das würde ich auch machen, aber Pokémon für Konsole. Ja, Pokémon für Switch hoffe ich natürlich noch drauf, ne? Pokémon für PC wäre geil. Gibt ja, mit Unreal Engine 4, ne? Ja, genau. Das haben wir eine richtig geile Grafik bekommen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Folge. Wir nehmen noch gleich noch eine auf, weil ich will halt mein Dach noch fertig haben, bevor das Projekt zu Ende ist. Und das wird dann wahrscheinlich die letzte Folge vor dem Ende des Projektes. Ich muss die ganze Folge hochladen. Fuck. Okay, Kevin. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal besonders dran. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.